So, hallöchen, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir waren gestern noch beim Lidl einkaufen, ganz spät abends, und ich wollte euch die Ausbeute zeigen. Wir haben 8,45 dafür ausgegeben und ich habe das jetzt alles wieder hierher getragen. Achso, ich hatte schon den Kühlschrank gepackt. Ich habe es gestern stehen lassen, weil gestern hatte ich keine Lust mehr zu filmen, weil es so spät war. Ich hatte so Kopfschmerzen gestern, ich weiß gar nicht, was los war, aber mir war auch so schlecht. Also ich musste mich nicht übergeben und heute ist es schon deutlich besser. Aber das war bestimmt der Stress von gestern Nachmittag, wo wir unterwegs waren. Das ist bestimmt ja auf den Magen geschlagen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Wir hatten gestern einen richtig schönen Ausflug. Ja. Und ein Bund Möhren, also war halber Preis auf alles, also nicht auf alles, aber auf gewisse Gemüsesachen bei Lidl. Und ja, zum halben Preis, da lohnt sich's richtig. Wir hatten ja so für 74 Cent jetzt Rucola mitgenommen, den wollte ich dann entsaften. Aber ich mache jetzt die Tage auch so eine Blumenkohl-Pizza, also so eine Low-Carb-Pizza. Und so frischer Rucola auf Pizza ist auch mega Kombi, mag ich sehr gerne. So nach dem Backen ein bisschen Rucola drauflegen. Ja, für 1,23 hat er jetzt noch gekostet. Und ich wollte ihn ja vor ein oder zwei Wochen wollte ich schon Blumenkohl haben. Aber da hat er über 3 Euro gekostet und da war ich zu geizig. Und jetzt für 1,23 gefällt mir der Preis sehr, sehr gut. Der schmeckt mir dann. Genau, hier haben wir ein Kilo Nektarinen. Warum auch nicht? Nee, das sind Pfirsiche. Pfirsiche. Genau, sind keine Nektarinen, Pfirsiche. Pfirsiche. Und eine Portion Lauchzwiebeln. Ja. Das ist jetzt schon offen, weil Osak hat gestern Gemüse auf seiner Stulle gegessen. Hat nämlich frisches Brot gebacken und abends hat er noch Hunger gehabt, hat er 2 Scheiben gegessen mit Tomate, Lauchzwiebel, Zwiebel. Genau, Gemüse. Ein bisschen Öl angebraten, so Bruschetta habe ich mir selber gemacht, was Gesundes. Ja. Also, man weiß nicht, wo es herkommt. Ja, ja. Paprika haben wir auch zugeschlagen, 5 Stück. Sehr cool. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, was ich aus der Paprika mache. Vielleicht entsaften, obwohl Paprika theoretisch so ein bisschen zu teuer wäre. Aber ich meine, was ist schon zu teuer? Es ist ja immer noch Gemüse, ne? Aber ich hätte noch so eine Paprika-Tomatensuppe auf Cookido gefunden, auf der Thermomix-Website. Aber da bräuchte ich, glaube ich, noch mehr Tomaten. Aber man kann ja auch nur eine Paprikasuppe machen. Also ich bin dann noch am Überlegen. Vielleicht mache ich beides. Oder hast du Lust auf so gefüllte Paprika, Osok? Gefüllte Paprika, ich auch. Wir haben noch Hackfleisch im Kühlschrank. Was wollten wir damit nochmal machen? So Hackfleischtaschen. So unterwegs snacken. Stimmt, genau. Können wir aber auch gefüllte Paprika machen. Ich esse beides. Solange kann es lecker schmeckt. Mit Reis füllen oder mit Linsenbolognese. Das kann man auch machen. Das schmeckt auch gut. Genau. Und jetzt habe ich hier noch, jetzt sind es noch 5 Tomaten. Also ich glaube, eine hat er aufgeschnitten. Genau. Es ist oft so. Also war früher auch so, ne? Bei Lidl, weiß nicht, ob das alle Filialen machen, aber wenn man abends hingeht, die senken immer richtig, richtig gut für die Schnäppchenjäger. Wir gehen ja sonst gerne so, also nicht so spät abends einkaufen, aber gut, bei den Preisen lohnt sich's wieder, ne? Ja, dazu gab es noch 2 Bier für Osok. Die waren auch noch bei den 8 Euro mit dabei. Die habe ich aber schon ausgetrunken. Die habe ich mir gestern Abend gegönnt. Ja, und Pfand war da auch mit bei. Ja, also das hat sich richtig gelohnt für den Geldbeutel auf jeden Fall. Nur die Lidl-Rettertüte ist noch besser vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man jetzt noch mehr sparen möchte. Aber da hat man ja manchmal Pech mit der Optik des Gemüses. Deswegen, das ist schon so mega gut. Es gab auch ganz viele Erdbeeren, so stiegenweise auch noch, ne? Und ja, aber wir haben uns arg zurückgehalten. Genau. Wir werden ansonsten Montag einkaufen gegangen. Machen wir trotzdem noch. Aber ich habe den Einkaufszettel jetzt nochmal umgeschmissen und wie gesagt die Blumenkohlpizza hinzugefügt und damit wir das halt auch alles verbrauchen können. Genau, heute ist nichts geplant. Also ich bin froh, dass ich überhaupt aufstehen konnte mit meinen Kopfschmerzen. Das war wirklich so schlimm gestern. Ja, aber jetzt geht's wieder ganz gut. Und ich weiß nicht, was gestern los war, aber wir hatten die Balkontür offen. Ey. Und weil um 12:30 Uhr nachts.
Nee, das doch, ich habe auf die Uhr geguckt. Halb eins? Ich habe geguckt, es war. Warst du hier um zwei? 0:28 oder so. Es ist, also wir waren beide am Schlafen. Ich bin irgendwann, bin ich eingeschlafen. Und es knallte unerträglich laut. Ja, also es war richtig extrem laut. Ich weiß nicht, ob Fußball war oder so, keine Ahnung. Aber es war dann nicht nur eins, sondern es waren so 5, 6, 7, 8 Mal. So ein richtig, wie zu Silvester. Oh, war das anstrengend. Im Hinterhof. Wie kann man denn das im Hinterhof zünden? Das macht man halt auch nicht. Macht man ja zu Silvester auch nicht. Da hängen dann überall ja auch Zettel dran, weil das so laut ist. Oh, war das anstrengend. Und dann bin ich wieder aufgestanden, weil ich dann auch so innerlich wütend war, weil das gar nicht aufgehört hatte, dieses Bum, Bum, Bum. Und es war so ein extrem laut. Ja, habe ich die Balkontür zugemacht. Wir schlafen gern bei offenen Fenster. Und Schlafzimmer ist ja zur Straße raus. Und zum Einschlafen stören mich die Autos nicht. Aber so ab 6 Uhr, ab 5.30 Uhr, sind die teilweise sehr, sehr laut. Wir haben ja schon mal gesagt, wir haben diese Kita hier im Hinterhof und das ist sehr, sehr laut, wenn die Eltern da mit ihren Kindern schimpfend die zur Kita zerren. Also manche Eltern sind da wirklich sehr, sehr laut und manche Autofahrer auch und dann stört es mich, deswegen machen wir gerne die anderen Räume alle auf. Ja, ich weiß nicht, wie es heute weitergeht. Ich habe schon Frühstück gegessen, also seitdem geht es mir auch ein bisschen besser. Und zum Mittagessen mache ich jetzt endlich die Gewürzmischung. Wir hatten noch diese Pilzgewürzmischung von dieser einen haltbaren Box. Das werde ich heute machen. Und ich werde das alles wegräumen. Ich habe jetzt angefangen, das Video zu bearbeiten. Und irgendwie beim Bearbeiten, da fiel mir irgendwie ein, so, du hast so über Kopfschmerzen geklagt. Also ich habe am Sonntag auch nichts anderes mehr hingekriegt, außer dieses Video, was ich aufgenommen hatte, mit dem Lidl-Haul vom Vortag. Weil wir waren ja auf dieser Veranstaltung und tatsächlich ist es so, dass ich ein Bier getrunken habe, also nicht extrem viel, aber ich trinke ja generell wenig Alkohol. Also es gab auch mal Zeiten, da war es komplett anders, da habe ich es richtig gut vertragen. Das ist aber auch schon 10 Jahre her, da habe ich ordentlich gesoffen. Aber heutzutage bin ich ein ganz vernünftiges Mädchen und soll auch eigentlich gar nicht so viel Alkohol trinken, wegen meiner Epilepsie zum einen natürlich, weil das ein Trigger sein kann. Und ich hatte ja jetzt Migräne und jetzt habe ich nochmal gegoogelt, weil ich habe ja jetzt noch nicht so lange Migräne. Ich muss auch eh nochmal zum Arzt, ehe ich sage, dass ich Migräne habe. Es sind starke Kopfschmerzen und es ist schon wieder nach Alkoholkonsum so und ja, im Internet steht, dass ungefähr 10% der Migränepatienten ist Alkohol ein Trigger. Und ja, gar keinen Bock drauf. Also könnte natürlich meine starken Kopfschmerzen daher herrühren, dass ich mir ein Bier genehmigt habe. Und das ist eine Bier, das war es auf jeden Fall überhaupt gar nicht wert, diese Kopfschmerzen, die ich hatte. Ich konnte auch überhaupt nicht schlafen die Nacht und hatte, es wechselte sich so ab zwischen kalten Schweiß und Angstschweiß und mir war heiß und kalt und mir war schlecht und das war wirklich gar keine gute Nacht. Und ja, das war, also wenn Alkohol der Auslöser dafür ist, dann war es auf jeden Fall gar nicht wert. Gar nicht wert. Ja, das zum einen, ich sollte wirklich mal zum Arzt gehen und das abklären lassen. Ja, aber ich denke mir dann so, wenn die Kopfschmerzen vorbei sind, dann denke ich mir auch so, dann brauchst du 3 Tage später auch nicht mehr zum Arzt gehen, weil, ja, heute könnte ich natürlich zum Arzt, aber, ja, weiß ich nicht. Also, das ist so ein richtig stechen, puckender Schmerz. Also Kopfschmerzen habe ich meistens so auf der Stirnseite. Und diese stärkeren Kopfschmerzen, wo mir auch richtig schlecht ist, auch an der Stirn seitlich so. Und manchmal auch hier hinten. Ich weiß nicht, ob das hilft oder nicht. Jetzt wollte ich noch was Erfreuliches eigentlich mit euch teilen, nämlich von der lieben Maddie. Wir haben Post bekommen und wir haben das miteinander abgesprochen. Und es sind Karten für die Beerdigung als Einladung haben wir bekommen. Das, ja, ich zeig's euch mal. So schauen die aus. Also sie hat uns auch gefragt, wie viele Einladungen wir haben möchten. Und das ist ja bei Fatih war ja auch schon ganz alt. Es ist natürlich, sind viele Freunde auch gar nicht mehr da.
Und aber wir haben auch schon ein paar Absagen bekommen von Leuten, die es nicht schaffen, dorthin zu kommen oder das zeitlich nicht hinkriegen oder nicht möchten, wie auch immer. Ja, aber wir werden trotzdem allen eine Karte schicken. Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, denn sie hinterlassen Spuren in unserem Herzen. Und wir hatten einen Schwiegervater, die wirklich sehr, sehr lieb. Und ja, wir haben hier so einen riesen Stapel bekommen und ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei der lieben Maddie. Die sind jetzt alle ungeschrieben. Und wir haben Freitag, nächsten Freitag, unseren Termin beim Beerdigungsinstitut in dem Ort, wo wir ihn beerdigen lassen. Und dann werden wir alles klären. Wir wissen nämlich noch immer noch kein Datum. Und das ist jetzt natürlich schwierig mit Osoks Arbeit, einen Tag zu finden, wo wir runterfahren können. Aber Freitag ist das möglich. Und das Beerdigungsinstitut war so nett und wir können es an diesem Freitag dann auch machen miteinander. Ja, wir müssen jetzt noch die Grabplatte bestellen. Also es gibt zwei. Und was noch lustig war halt einfach, die haben sich auch, wir hatten Dingens, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber es ging wieder um das Thema Gendersprache. Kamera läuft Ach noch. so, Entschuldigung. Ja gut, ja dann anderes Mal. So. Anderes Mal. Ja, der Akku war leer. Ich habe den Akku gewechselt. Ich weiß jetzt nicht, wo ich stehen geblieben bin, weil ich weiß nicht, wann die Kamera ausgegangen ist zwischendurch. Jedenfalls haben wir zwei Steinmetze vor Ort und wir könnten ein Steinmetz hier in Berlin auch nehmen, aber dann müsste der Steinmetz den Stein und sich selber, weil die muss ja installiert werden, auf dem Friedhof rüberfahren. Und würde so hohe Kosten verursachen, dass das komplett unwirtschaftlich ist und wir uns einen von diesen zwei Steinmetzen aussuchen müssen, die vor Ort sind. Und dann, dass wir da ein Steinchen aussuchen. Genau, das müssen wir dann machen. Vielleicht kriegen wir das Freitag auch hin. Geklärt werden muss es aber auf jeden Fall, bevor wir unseren Termin beim Beerdigungsinstitut vor Ort haben. Ja, ich habe die tollen Karten von Maddie gezeigt. Also fand ich auch richtig schön. Ja, die sind wirklich sehr, 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 sehr schön geworden. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Mandy. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen, ja. Also von Herzen ganz, ganz herzlichen Dank, weil es geht ja um meinen Vati, deswegen Dankeschön. Ich denke, der hätte sich auch gefreut. Wirklich, danke. Oh, ich muss jetzt auch was trinken. Ich bin so durstig gewesen. Ich bin ins Auto gestiegen. Außen hat es 28 Grad angezeigt, aber im Auto waren locker 36 oder so. Es war richtig warm gewesen. Und hier meine Haut, ich weiß nicht, ob die so trocken ist, aber die, guck mal, die Die pellt ist trocken, ja, die aus hier pellt trocken. sich, ja. Okay, Musst du dich mehr pflegen, Schatz. ja. Ich war heute Morgen noch im Netto und im Norma und im Edeka drinne und ich wollte euch noch schnell den Haul geben. Und zwar gab es hier für 290 Bio-Linsen, Das war Norma rote. gewesen? Das war Norma, Geil. ja. 5 Kilo. Ja. Ja, nice. Ja, und die habe ich mitgenommen. Also die Farbe sieht nicht mehr so richtig schön rot aus, ne? Wenn die länger steht, dann bleicht die so ein bisschen aus. Ich weiß nicht, also hier sind meine Linsen, also die sind halt noch so ein bisschen röter, so von der Farbe her. Aber ich glaube, das ist nur durch die Sonne oder so. Also die sind offensichtlich schon länger abgefüllt. Mir war das gleich so, dass es das ein anderes Rot ist, aber ich habe es jetzt trotzdem gekauft. Aber die sind auf jeden Fall frischer von der Farbe her. Ne, wenn die ganz lange stehen, dann sind die auch so ausgeblichen. Keine Ahnung. Mio Mio gab es Mio schon Mio, mal schon liebe im Mio Edeka. Mio GmbH, falls Sie das sehen, ich suche einen Sponsor für meine Videos. Sie können sich gerne bei mir melden. Ich mache gerne Werbung für Sie in meinen Videos, wenn Sie mich mit Gratisgetränken versorgen. Dankeschön. Also Die nee, schmeckt hatten sehr fünf, lecker. sechs Sorten bei Edeka im Angebot von Mio Jo, Mio, ja. aber sie hatten nur drei vor Ort und Ja. von der die rote war die letzte. Ja, genau. Ja, war Weil das ist auch die 50 Cent. leckerste. Das ist Granatapfel und das andere ist Zitronengras Zitrone. Schmeckt nämlich auch super geil. Ja. Ja, Ja. ja, Ja. ja. Genau, das war alles. Moment, es kommt noch ein bisschen. Viel habe ich nicht ausgegeben. Es gab hier noch für 92 Kürbiskerne 300 Gramm. Ich habe letztens erst Kürbiskerne geholt, aber das sind Bio-Kürbiskerne. Von daher war der Preis richtig super für Bio. Und das hier habe ich auch noch gekauft. Das ist Haferkleie, gab es auch mit Bio-Siegel. Für Porridge zum Beispiel. Man kann auch Kleieporridge machen, nur das enthält nochmal mehr Ballaststoffe. Und man sieht, das ist hier schon so richtig mehlig.
Das hier ist auch Kleie drin. Also es scheint auf jeden Fall von Kleie unterschiedliche Qualitätsstufen zu geben, weil das ist schon sehr mehlig, während das noch richtig gut aussieht. Also keine Ahnung. Ich werde es trotzdem einfach essen, auch wenn es so ein bisschen mehlig ausschaut. Ja, damit war ich sehr happy. Was haben wir noch? Ich habe einmal TK-Erbsen mitgenommen. Das war bei Edeka nämlich im Angebot und ich wollte ein Erbsengericht demnächst machen. Und dann war auch noch dazu bei Edeka Sprossen, hier 50% reduziert, habe ich mitgenommen, weil Sprossen entsaften mega gut. Aber ich mag die Sprossen auch so total gerne in so asiatischen Gerichten, finde ich auch total super. Entscheide ich dann noch. Und das kann ich euch auch zeigen. Ich habe heute das erste Mal vegane Leberwurst gemacht. Ich hatte jetzt wieder so einen Leberwurst-Heeper, weil wir die gekauft hatten. Der hatte ich ja schon ewig nicht mehr gegessen und dann schmeckt es immer mehr so richtig, richtig gut. Und dann komme ich da nicht mehr von weg. Jedenfalls habe ich es. Kann ich euch hier abstellen? Wollte ich es jetzt einmal ausprobieren. Schaut so aus, so ein bisschen wie grobe Leberwurst. Das ist Räuchertofu. Das sind diese Kidneybohnen, Zwiebeln, also rote Zwiebeln. Ich habe noch ein bisschen Frühlingszwiebeln reingemacht, um das aufzufüllen. Und Majoran, Salz, Pfeffer. Ich habe noch ein bisschen Knoblauch hinzugefügt. Ja, das waren so die Grundsachen. Einmal 10 Minuten anbraten, also den Tofu und die Zwiebel und dann alles vermixen miteinander. Und es schmeckt. Ja, da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer mit euch zu sagen, dass es wie die Hier, Leberwurst schmeckt. erster Arbeitsunfall. Oh. Bei uns im Büro ist so eine kleine Treppenstufe. Normalerweise ist der Weg gerade und dann geht es eine Treppenstufe noch runter sozusagen. So eine halbe, einfach innerhalb des Gebäudes. Habe ich nicht gesehen, bin umgeknickt und bin mit dem Arm am hier, Türrahmen hängen geblieben. Hat aufgerissen gehabt. Arme Juni, gefährliche Bist Arbeit. du nicht nach Die Hause gefahren? ja, doch, doch, doch. Die gefährliche. 6 Wochen krank geschrieben. Ich werde nicht gefahren. Ja. Ja. Osak, möchtest du vegane Leberwurst einmal testen? Hast du selber gemacht? Ja. Ja, mal kicken. Sieht aber komisch. Oh, Piep, drücken Sie mal. Machen Sie mal zu. Nehmen wir mal eine Messerspitze. Nehmen Sie meine Messerspitze. Also. Naja. Geschmacklich kommt es ein bisschen an Leberwurst dran, das Kommt ist ein aber. bisschen ran an Leberwurst, ne? Ja, aber es schmeckt halt nach Erbse irgendwie so oder Es. Linse. Nee, Kidneybohne. Ja, na, okay, Mit na, dem Marker nicht. fast das Gleiche, ja, naja. Nee, und es hat halt nicht Fleischkonsistenz. Es hat halt dieses Es krümelige. ist so ein bisschen krümelig und Ja, mehlig, genau, ja. das kann ich gar nicht so. Mehlige Sachen so, boah. Ich finde es richtig, richtig gut für einen veganen Aufstrich. Ja, Also also megamäßig. Ich hatte ich würde mein es halt nicht. Quarkbrot hatte ich aufgetaut, ja, im Toaster. Und dann so eine dünne Schicht Erdnussmus drüber und dann das und dann noch Knoblauchpulver. Ja, ich Mega. würde es halt nicht vegane Leberwurst nennen. Ich würde es Gourmet-Creme-Kidneybohne nennen. Dann wäre das vollkommen in Ordnung. Dann weiß man, was drin ist. Gourmet-Creme, Ja, das soll lecker sein. Kidneybohne. Also musst du es einen guten Namen geben. Ich habe uns heute übrigens Nachtisch gemacht, Osok. Ich habe schon gesehen, dass was Ein ist das, Apfel oder Banane mit Schokicreme oder sowas. Unten ist Apfel drin Ja. und das ist Schokopudding. Ja, cool. Siehst du, das hatte selbstgemachter. ich schon gesehen gehabt. Nice. Genau, das können wir essen gleich. Und das ist ja lustig. Das haben die Jungs nämlich gesagt. Ich hab 2 Tage zu spät angefangen. Es gab vor 2 Tagen, bevor mein erster Arbeitstag war, war Mett-Tag. Da haben sie Mettbrötchen alle auf Arbeit gegessen. Oha. Das ist immer so gewesen, haben wir in auch erfahren. Da hättest du auch einhauen können. Ja? Ja, also das habe ich beim Danke. Edeka noch gesehen. Das war auch ganz viel Fleisch reduziert, aber habe ich jetzt nichts gekauft. Aber hier dachte ich, das mag Osok gerne und jetzt kann er sich auf die Stulle machen. Danke. Und eine Gurke für Smoothie. Genau, heute Morgen habe ich die Möhrchengrün entsaftet und den Eisbergsalat, den letzten mit einer Paprika. Und ja, das ist meine Portion für morgen. Ich weiß immer nicht, wo ich drauf drücken soll. Jetzt habe ich auf Holiday gedrückt. Da habe ich den Kühlschrank ausgemacht. Nee, jetzt geht's wieder. Verstehen Sie da bitte nichts? Mache ich nicht. Ja, waren so 15 Euro, die ich ausgegeben habe. Und ja, jetzt müssen wir noch einen ganz wichtigen Brief schreiben. Und passen Sie?
Ist ein bisschen, ja, also es ist okay, aber das Anziehen fiel mir jetzt doch ein bisschen schwer. Ich dachte, das wäre... Also, ja, das leiert sich noch aus. Ich denke auch, dass es einfach jetzt beides neue sind. Aber die sind cool, ist bequem, ist angenehm, sieht gut aus. Ja, sehen hübsch aus, passen gut zu der beigen Hose auch. Mhm, sieht auch. So, gucken wir mal. Ja, das sind aber auch dicke Socken, muss man dazu sagen. Ja, und sonst... Nee, auch Laufgefühl ist ganz gut. Das ist gut gefedert, es sieht fresh aus, ist nice, es ist cool. Hast du gerade neue Schüchchen bekommen? Ja, finde ich gut, gefällt mir. Nice, ja, sind angenehm. Passt auch vorne vom Platz her, alles gut von den beiden Füßen hier so. Pjong, finde ich gut, danke.